In Nagasaki erinnern die Menschen heute an den Atombombenabwurf und die Zerstörung der japanischen Stadt vor 75 Jahren. Im Gedenken an die Opfer wurde eine Schweigeminute eingelegt. Nagasakis Bürgermeister Tohimisa Taue forderte angesichts der Sorge vor einem neuen atomaren Wettrüsten in der Welt die Regierung in Tokio auf, einem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten. In Nagasaki wurden durch den US-Atombombenabwurf im Zweiten Weltkrieg etwa 70.000 Menschen getötet und 75.000 verletzt.